zuschaue und ich habe es gerade schon gesagt, so bunt wie mein Publikum ist es und so vielfältig, ich meine, von groß bis klein. Vielen Dank, liebes Sven. Stelle ich immer wieder fest, man kann mir vorstellen, dass jeder hier irgendwo sein Päckchen zu tragen hat und jeder irgendwo seine Story hat, seine eigene Geschichte. Für die meisten mit natürlich Berg- und Talfahrten verbunden. Vielleicht für einige ganz, ganz Glückliche hier. Vielleicht für die Jüngeren, die bisher noch gar nichts Schlimmes, Gott sei Dank, erlebt haben in ihrem Leben. Und ich muss sagen, die Reihen müssen eure Seelen sein. Wie schön das ist, dass es so ist. Und ich wünsche jedem Einzelnen von euch, dass wir einfach uns immer wieder an die guten Momente erinnern, dass wir sie zelebrieren und dass wir die Tage, die uns manchmal schwerer fallen, die einen auch irgendwo runterziehen, dass man sich selber einfach wieder aufbaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ihr Lieben, in der Zeit der Pandemie, als ich habe es Ihnen schon erzählt, als ich mich zurückgezogen habe und meine eigenen Songs und meine Texte geschrieben habe, habe ich mir nicht vorstellen können, dass wir jemals wieder so frei, ohne Masken und so losgelöst miteinander feiern können. Umso schöner ist es heute Abend hier für mich, vor euch zu stehen und genau das zu machen. Also danke euch, dass ihr gekommen seid. Ihr haltet uns Künstler sozusagen am Leben und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich möchte heute Abend natürlich mit euch die Geschichten des Lebens teilen. Und es geht nicht immer nur positiv zu, es ist nicht immer nur Freude, sondern manchmal ist auch Leid dabei. Aber genau das gehört zum Leben. Und ich will daraus jetzt auch keinen traurigen Moment machen, aber ich möchte euch mit dem nächsten Song vielleicht ein wenig Hoffnung schenken, so wie mir dieser Song jedes Mal Hoffnung und Mut schenkt. Einfach mit der Zuversicht, dass wir uns eines Tages sowieso alle irgendwo wiedersehen. Und deswegen sende ich jetzt in diesem Augenblick ein kleines Lächeln nach oben und ich hoffe vielleicht auch mit eurer Hilfe, mit einem kleinen Licht, denken wir an all diejenigen, die nicht mehr bei uns sind. Und denken einfach an die wunderschönen Menschen, die wir doch eines Tages irgendwann dumm gehen lassen müssen. Ihr Lieben, hier ist für euch Luftballon.